Hi, willkommen zurück zu Persona 3 Reload. Nach dem morgendlichen Stream von vorhin geht's jetzt direkt weiter. Und ja, es gibt jetzt wohl einige Gameplay-Änderungen. Einerseits haben wir jetzt die lang ersehnten 4 Charaktere pro Team, wie es mir scheint. Aber generell befinden wir uns gerade auch, glaube ich, nur so temporär im Tartarus, um einfach so ein neues Gameplay-Feature irgendwie kennenzulernen. Das heißt, ja, wir kommen dann bald auch wieder raus, so, ne? Müssen einfach mal schauen, ne? Elisabeth hat irgendwie Aufträge für uns immer noch. Weil wir haben einige neue bekommen, aus bei temporär. Frage am besten jemand, der sich nachsteht und sich damit auskennt. Verstehe, verstehe. The world you live in is so bright and colorful. It's rather blinding. In einer besonderen Schatztruhe auf den unteren Ebenen von Aqua. Hm. Ja. Müssen wir noch mal weiter ein bisschen im Auge behalten, so. Ich. Okay, dann mal. Wir haben uns da gerade schon ausgerüstet. Das Team aktuell ist auch vorgeschrieben. Dunpei, der muss jetzt erstmal rumschillen, so. Ich biete euch nun Unterstützung an. Wenn ich wie alle anderen voll ausgerüstet bin, packt mich der Kampfgeist. Alles klar. Ja. Ich versuche dich auf eine stabilere Ebene zu führen. Ich kann zwar nicht mitkommen, aber ich gebe mein Bestes. Danke. Looks like we're here. Yamagishi, do you copy? Yes, I'm here. Are you picking up any shadows? Looks like there's one close by. Be careful. All right, let's head over there and feel things out. Ja, die hat doch bestimmt noch was überlegen. Was könnte sie für ein Element haben? Wir haben schon, sie hat Wind, Dunpei hat Eis. Ne, Dunpei hat Feuer, er hat Elektro. Er hat sie doch vielleicht mit Eis, so, ne? Könnte ich mir gut vorstellen. Ich wäre eigentlich recht, ne? Plausibel. Okay, ich soll 3 Schatten besiegen. Jo. Then let's go. Three enemies. Be careful. I'm still setting up. It'll take a little more time. Was hat sie denn so drauf? Wer hat das denn Eis? Ja, hast du. Ja, dann machen wir einfach mal. Let me show you that I haven't lost my touch. Und wir haben auch so eine neue Fähigkeit irgendwie gelernt, dass wir, wenn wir ganz emotional sind, einen richtig starken Angriff machen können mit unserem Evoker. Mal gucken. Evoker, Evolver. Keep an eye out if you decide to engage them. Oh, we're engaging them, all right. Dankeschön. Bitte soweit. Ja, gucken mal, ne? Ich denke, wir werden jetzt alles irgendwie so ein bisschen kennenlernen. Wir haben jetzt ein bisschen Lee kennengelernt als erstes. Da werden wir jetzt gleich noch unsere neue Fähigkeit kennenlernen. Eis und Blitz. Was ist der Plan hier?
drop off. One step at a time. Let's go. Und Angriff. Da haben wir so ein bisschen was mit der Atmung gerade. Das ist ein bisschen anstrengend gerade. Just like we planned. By the way. Die Kampfuniform scheint zu funktionieren, aber was ist mit diesem teuren G-Ding? Ja, Mangishi, hast du etwas herausgefunden? Tut mir leid, ist immer noch unklar, aber während des Kampfes empfange ich etwas. Dann schauen wir uns das einfach mal noch ein bisschen an, so, ne? Wilde Sutra, danke schön. Ich möchte aber noch mal kurz einen Augenblick zurück. Um das hier mitzunehmen. Ne? Eine Aquarüstung kann man mal gebrauchen. So. Na gut, ich glaube, wir sollen jetzt auf eine andere Ebene gehen. Patra-Juwel. Ne, ich warte mal kurz, ne? Wir wissen bereits, wo die Treppe ist. Sollen wir jetzt hingehen? Ja. Dankeschön. Hang on. I'm sensing something on the floor above us. Is it some kind of powerful shadow? No, it's. It feels similar to the distortion I felt earlier. Roger. Let's move carefully and assess the situation when we get upstairs. Ich hoffe mal nicht, dass wir jetzt in den Reaper reinlaufen, das wäre ein bisschen uncool, aber ansonsten. What? Why is it all dark? Please, everybody, just stay calm. It looks like you were all sent to different locations on this floor. So they separated us by force. Gewaltsam. There's danger lurking in this darkness. We need to regroup as soon as possible. Yamagishi, can you guide us? Why now? Fuka, where should I go if I want to? Yukari-chan! Huh? Okay. Alles klar. Aua. Assassin Kun, nein! Nicht schon wieder. Ja, ich weiß, was jetzt passiert, ne? What am I even doing?
need you to back me up. I'll hold this thing off until everyone else gets here. Take this! Head on! Wait, is this? Yukari-chan, load the cartridge into your evoker! I know. Now's the time. Tolgi aktivieren. Wenn die Emotionen im Kampf hochkochen, können deine Gruppenlieder oder Duo Tolgi aktivieren. Aktiviere deine Tolgi, wenn du am Zug wirst und deine Tolgi-Anzeige voll ist. Im Gegensatz zu Skills kosten sie dich weder TP noch SP. Drücke R2, um die Tolgi zu aktivieren. Bitte achte, dass du das nicht einsetzen kannst, wenn du unter einen anderen Status verkleidest. Heftiger Wind schon bei einem Gegner. Ignoriert Widerstände. So geht es wieder gut. Thanks, but you shouldn't be so reckless. Takeba, leader. Looks like you both are okay. Sorry, I worried everyone. It's all right. You did well in handling an unexpected situation. Maybe we should consider starting over. Let's head back to the entrance for now. Good work out there, team! I'm sorry. I should have been able to navigate better. Du warst richtig gut. I agree. I'm convinced that you're the one we need on support. Yeah, thanks a lot, Fuka. I didn't do anything. It was all you, Yukari-chan. That special attack sure was cool though, Yukatan! How'd you do it? How? I just focused really hard and thought to myself, I have to do whatever it takes. And while I was thinking that, I kind of felt something surging inside me. The chairman did say the cartridge would synchronize with our emotions. Right. Although, I'm still not entirely sure how it works. From what I could tell, it reacted to Yukari-chan's strong emotions. So this weapon gives the user strength beyond their limits when their emotions are heightened? I don't really get it. But basically, if we're fired up enough, we can really pop off, right? And thanks to you, Yukari-chan, we have a good idea of how it works. From now on, I should be able to tell when someone can use theirs. Und das alles dank Yukari. I didn't do much. I just got lucky. I don't know much more than anyone else. I'll do more research into how the syncing with emotions works later. Everyone has different feelings when they're fighting. So the timing on when they can use these will probably be different too. Genau, bei Yukari war es halt, wenn jemand stark naja, in Mitleidenschaft gezogen wird. I'd like to give it a go myself, but we should call it a day for now. We can't overwork our leader, and we've got some time until the next full moon. I'm a little worried about the change with the floors, though. What if something like that happens again? Yes. If something has changed in the tower, we'll need to be extra careful when exploring from now on. Yeah. In any case, we may have had some problems, but we learned a lot today. Not only did we get to test our new lineup and equipment, but we also got to see that we're all improving at a remarkable pace. Aw, Kirijo-senpai! Quit buttering me up! Just leave everything to Junpei Iori, the soon-to-be MVP! Maybe I shouldn't be the one to say this, but you literally didn't do anything today.
Alle Verbündeten können jetzt Tolgi nutzen. Das rechnet doch richtig aus, man ist griechisch, ne? Hello, this is Elizabeth speaking. I'm calling in regard to a recent change in Tartarus. It seems that a path that had been blocked off is now open. Danke. I thought it prudent to inform you. Well then, I wish you a safe journey. Elisabeth hat gesagt, ein zuvor versperrter Weg sei nun frei. Das sollte ich bei meinem nächsten Besuch im Tartarus überprüfen. Ich frage, wann es jetzt gehe, ne? Würde die richtige Tartarus-Erkunde halt in eine eigene Folge packen. Das heißt, ja, ich glaube, ich würde einfach so ein bisschen jetzt in der echten Welt rumtouren, ne? Und dann gehen wir halt, ne? Ja. Klingt durchaus sinnvoll. Hol ich keine Schule bei Home Shopping und Maya hat auch wieder Bock. Mhm. Will ich mir einen Wagen kaufen eigentlich jetzt nicht, ne? Ich weiß ja, dass das Wagen auf jeden Fall so ein bisschen was braucht noch, ne? Von daher. Warte. Was ist hier los? Was gibt's, Kyrio-Senpai? Ah ja, stimmt. Meinst du, ich werde einen festigen? Das ist kein Dreieckschwert, aber der Querschnitt der Klinge ähnelt einem Dreieck. Ich hol mal meinen. Dankeschön. Was ist hier los? Ah ja, die Aufgabe abgeben, klar. Machen wir mal direkt. Und dann brauche ich einen Wagen. Genau, genau. Good day. Ah, ba, 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 ba. Shame. Ja, die würde man sagen, wenn sie wieder auf ein Date gehen will, so, ne? Ja, wegen der Aufträge. Are you accepting a request? Let's hear the result. If I may... I have a request. Weißt du, warum ich blaue Kleidung trage? Weil es wohltuend ist. Okay. Ach, sie weiß es nicht, alles klar. Of course. Etwas Protein. Of success. Proteine. Wo junge Modefans zusammenkommen. Bringe mit einem Proteinshake, den nicht bloß Profis, sondern auch Amateure trinken. Ich weiß auch nicht, warum ich dir nicht meinen Heiltrank geben kann, aber gut. Machen wir mal so ein paar Kleinigkeiten, ne? Bevor wir dann in den Tartarus zurückkehren. Nun bist du noch stärker. Du solltest effizient und abgestimmt mit deinen multiplen Personas kämpfen können. Je mehr Personas dein Kompendium füllen, desto mehr neue Kampftechniken erlernst du. Aber fürs Erste scheinst du deine neue Kraft wirklich effektiv einsetzen zu können. Dankeschön. Verstehe ich nicht. Fusionszauber sind besondere, einzigartige, teurgische Kräfte des Protagonisten, die aus der Fusion bestimmter Personas entstehen. Fusionszauber erhältst du, wenn du bestimmte Personas im Kompendium registrierst. Sobald du alle Bedingungen erfüllt sind, informiert dich Elisabeth, dass du im Velvet Room einen neuen Fusionszauber einsetzen kannst. Okay. Welcome to the Velvet Room.
This is your progress so far. Are you in search of new power? What kind of persona do you desire? Have you, or please choose, have you all the elements you need? This is your progress so far. Please, so you'll be summoning this one? Very well, it's yours. Very well. We look... Proteinpulver. Da fällt mir jetzt eigentlich auch nur die Apotheke ein, muss ich zugeben. An den Protein shaken. Was will sie genau haben? Ein starkes Heilmittel wollte ich irgendwie nicht, keine Ahnung. You ever heard of Wormwood? How many? Komm, nimm mal mit. Done already? Thanks. Ich hab einen Proteinshake gerade dabei, aber irgendwie. Irgendwie will sie die Sache nicht annehmen. Verstehe ich gerade nicht. Mein athletischer Freund sollte mir dabei helfen, Leute. Ich weiß, wer der athletische Freund ist. Aber ich will nicht noch weiter wachsen. Ich will ja kein Profi-Wrestler werden oder so. Aber ach, du kannst meinen Reis haben, wenn du willst. Hier, nimm. Ach, ich brauche nicht so viele Kohlenhydrate. Fühlst du dich nicht gut? Ja, sorry. Komm, riechst du Kaktus. Thanks, man. Hat ihm gefallen? Muss ich glaube, zusammenreißen. Los, hau rein. Ich werde einmal mehr als Ersatz für Kiro Senpai als in den Navigator einspringen. Bitte sag mir Bescheid, sobald du den Tartarus willst. Ich gebe mein Bestes. Schickes Outfit. Aber ich würde gerne noch so ein bisschen. Was? Bist du ein sportlicher Freund? Amateurprotein. Naja, gut, okay, dann nehmen wir halt das. Dankeschön. Alter, das Gemüse, das braucht noch 2 Tage, ne? Genau, das braucht noch 2 Tage. Das ist Sonntag. Club. Also irgendwie ein bisschen, ich glaube die deutsche Übersetzung, die Lokalisierung ist wieder mal nicht so gut. Also scheint das das Problem mit dem Heilding da, keine Ahnung. Ist das wahr? Dankeschön. Noch irgendwas? Ja, modisch aussehen. Very well.
Lalalala. Kann wieder was kaufen hier drin im Club, glaube ich. Aber. Weißt du, ich könnte hier noch ein bisschen arbeiten gehen, ne? Die nächsten Tage. Kann ich mich mal ansprechen? Ich habe gerade an die Designerbrille vorgedreht. Die ist nicht nur schick, sondern auch feminin. Sie gehört dir, wenn du 150.000 Yen entbehren kannst. Aber wenn du mir das hier bringst, gebe ich dafür einen Rabatt. Schwarzquatsch. Naja, du musst wissen, wie viel du für diese Brille hinlegen willst. We got some fine. Okay, das ist dieser Luxus-Mode-Gegenstand, glaube ich, den sie haben will. So ein Edelstein aus dem Tartarus mitzubringen, schon wieder einfacher. Schwarzquarz findet sich im zweiten Trakt des Tartarus, Aqua. Ich höre, die wollüstige Schlange, die in der zweiten Hälfte des Trakts auftaucht, hat eine Schwäche dafür. Ein Material, das sowohl Schatten als auch Menschen anzieht. Äußerst ungewöhnlich. Okay. Hab ich da jetzt Infos zu? Da muss ich mir versuchen zu merken. Ich hab schon wieder vergessen. Ich wollte nach einem Tartarus. Oh. Muss mir echt. Na okay, das war doch kein richtiger Tartarus-Besuch, ne? Ich muss mir wirklich merken. Ne? Wenn ich aus dem Tartarus rauskomme, muss ins Krankenzimmer gehen, meine Güte. Online abnehmen. Sehr schön. Morning. Es stimmt wohl, dass die Anzahl an Apathiesyndromfällen nach unseren Missionen abnimmt. Aber je näher der nächste Vollmond kommt, desto mehr werden es wieder. Übrigens, wie findest du eigentlich Kirio Senpai? Was meinst du? Findest du nicht auch, dass sie Fuka zu schnell zum Mitmachen gedrängt hat? Es ist zwar schön, mehr Personennutzer zu haben, vor allem im Kampf, aber irgendwie fühlt es sich verkehrt an. Oh Maya, moin. Findet ihr auch nervig, wenn ihr die Bedeutung eines Wortes kennt, euch das Wort selbst, aber... Oh, das kenne ich. Das kenne ich. Len Yunpei rutscht viel zu unruhig durch seinen Stühlen. Ja, also lieber... Was meinst du, Assassin-Kun? Welche Phrasen sind gemeint, wenn wir einen Blick für die wahre Natur der Dinge haben, sagen? Aufmerksamer Blick, ne? Ja. Verstehe ich ja nur ein bisschen, warum ich Schaden dafür bekomme, aber mehr halt auch nicht so. Bitte, 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 bitte. Gott sei Dank. Ja, ne? Hi, lass was machen.
Miyamoto ist gar nicht hier. Ist sie nicht warm? What's up? I was just gonna sneak back into practice. Wo warst du? My mom's been on my case. She took me to the hospital. She insisted after I told her about my knee. She made the appointment without telling me, so there was nothing I could do. Wie ist es gelaufen? Hell if I know. Sorry. I know you're just worried about me. Today they took some x-rays. They'll give me the results in a few days. Not sure why that has to take so long. Oh, hey. Don't tell anyone about me going to the hospital, right? I'm counting on you. I feel bad for always asking you to keep things quiet. Sorry about that. Told me to take it easy today, but we should still get to practice. Oh, wait, if you're leaving, that means practice is already over. Well, guess I'll just go home. See ya. Bis dann. Was ist schon wieder los? Was ist hier los? Marvelous. Was laufen uns hier? Auftrag ist nicht abgeschlossen, ne? Nee. Very well. Good day. Ich will nicht mit dir reden. Very well. Nur der Typ mit einem Diamanten, ne? Nee, noch nicht. Ja, der Typ mit einem Diamanten. Zeit im Café verbringen, genau, ich will arbeiten. Ja, mit der Hausfrauen. Kling! So, nie wieder arbeiten oder so. Also kann es auch ohne meine Erlaubnis in Tartarus gehen. Warum? Well. Weil Yamagichi Unterstützung bieten kann, wenn sie da ist, brauchst du meine Hilfe nicht. Ich habe sie aber angewiesen, dich nicht gehen zu lassen, wenn weder ich noch Akihiko Zeit haben. Ich habe nur Angst, dass könnte etwas Unerwartetes passieren. Bitte denk daran. Noch etwas, könntest du dir heute Abend etwas frei halten? Es wird auch nicht allzu lange dauern. Bis später. Fleisch, Gemüse, Fleisch. Was hast du dich? Was hast du für einen Betreff? Kurz mal abchecken hier. Kenji kann ich. Ja dann, Kenji.
sorry. Oh, heute Wahltag? Alles klar. I can't eat. Ich esse es für dich. Huh? Oh. Yeah, sure, go ahead. I don't think we're gonna get to eat together like this anymore. To be honest, something's been on my mind. I saw a magazine in Emmy Reed's room. Guess what it was called? Rotboden. How'd you guess? Man, you're amazing. When I saw that magazine, it got me thinking. And I've made up my mind, man. As soon as I graduate high school, I'm gonna marry Emmy Reed. Ich hab schon so ein Gefühl, in welche Richtung das geht, so. Ich dachte eine Zeit lang so, dass er mich anlügt. Aber das glaube ich jetzt eigentlich nicht mehr so. Aber ich glaube, ja, ne? Glückwunsch. Thanks, dude. I'm seriously in love with Emmy Reed and I'm gonna marry her. Then Emery Kana will be known as Emery Tomochika, and I will make her the happiest wife ever. Sorry, I just want you to back me up, you know? We should get going. I wonder how many more times I'll get to walk home with you like this. Dreimal. Welcome back. With that, we have all the second years present. So, what exactly are we all here for? Ah, I had planned to give Yamagishi a tour of the dorm. But I realized I never actually showed it properly to any of you since you moved in. Dachboden, Dach wäre ganz spannend, da kannst du ihm was ernten. I'd like to take this opportunity to make it up to you all. Klingt gut. You've kind of been living here all this time. I think we get the picture by now. If any one of us needs it, it's you. You do realize if you screw around and break something, you'll get us all in trouble, right? Oh, come on. I'm getting by just fine. In fact, I know the place so well, I could give you a tour myself. You'll make a great assistant then. Humor me a bit, won't you? With the increase in members, I'd like to expand our access to facilities. Wait, new stuff? Sweet! So what, we gonna get like hot springs? Or maybe a casino? Ja, bitte ein Casino. You are so stupid. We'll just have to see now, won't we? With that, let's begin. Yamagishi, follow me. Oh! Okay. Thank you for setting this up for me. This is the communal kitchen. Oh, looks so clean now. I didn't realize the kitchen was so big. I was planning to do this earlier, but with April's shadow attack and ensuing investigation, I just couldn't find time. It should be far more accessible now. You're free to use any of the kitchenware here. Do you all cook your own meals? I've seen Akihiko in here from time to time. As for myself, I can't say I do. We used to have someone who cooked with some frequency, but... I'm gonna think of it. I only ever come here to get hot water. What about you? Ich würde es gerne mal versuchen. If you care about eating a balanced diet, there's no better way than to cook it yourself. But it's not as cheap as they make it out to be. It's hard to use everything up before it goes bad. Oh ja, oh ja. Wow, Yukari-chan. Does that mean you know how to cook? Huh? Oh, I mean, I can do it, I guess. But I'm no chef. It's been a while, and I've had my fair share of embarrassments. But with a kitchen this big, I think a couple people could work together in here. We can have the work, but double the flavor, you know? No.
Wenn sie jemanden zum Kochen einlade, könnten wir die Küche verwenden. Moving right along then. Here's where we all hang. This is the lounge. Well, I suppose it requires no further explanation. Wait, is that a DVD player? When did that get here? Oh, that's mine. Da kann man anscheinend auch Videokassetten reinpacken. I brought it with me from home. It's a bit of an old model. Das sieht man. Danke. It's no problem at all. It was a broken one to begin with. But I was able to fix it. So I hope you all might get some use out of it. The sofas here are pretty comfy. It'd be a perfect place to sit back and watch. Oh, maybe this would be a good place. There are some movies I've been wanting to see, but I'd rather not watch them alone. 50 Shades of Grey. What's this? Is Yucatan afraid to watch horror flicks? It's quite a shocker to see your soft side. Hard to imagine you're even the same person. And what exactly is that supposed to mean? Wait, what did I say? I take it back. I didn't mean anything by it, I swear. You've got some nerve, Junpei. You better watch your back next time we go to Tartarus. Yukari-chan? You're kind of scaring me. Ihr könnt jemanden einen DVD ansehen. That wraps up the first floor. Let's move up to the next. Oh, by the way, Kyurijo-senpai, are we allowed to borrow those books on the shelf in the back? Of course. Those books were donated by residents of the dorm. I peruse them from time to time myself. This area is pretty sweet. Nice and quiet, and let me tell you, those chairs are, mwah, soft. When I cozy up here with a good book, I end up reading way late into the night. All you read is manga. Immerhin. I think manga is a respectable form of literature. Maybe I'll try reading here as well. People are always coming and going from the lounge, so I could see this place being less distracting. Da wie konnte ich konzentriert lesen. Please utilize it however you'd like. Any piece of literature is a means of broadening one's horizons. Aye, aye, Captain. Geht das nicht lauter? Just one thing, Iori. When you finish a manga, put it back on the shelf. I don't want to see them piled up on tables and chairs. Wenn er den Manga nicht fertig gelesen hat, kann er liegen bleiben. Junpei, so he doesn't make a mess of this place. Let's keep moving on then. We'd been keeping the rooftop off limits, but recently decided to open it up. The chairman wanted to start a small garden here. Wow! I had no idea there was something like this up here. Is it for growing vegetables? Oh boy, I can hear him now. Eat your veggies, peas. Yeah. That sounds about right. With a terrible smirk plastered on his... I hear you're the one taking care of it. Looks like it's shaping up quite nicely. The chairman was right to put you in charge. Are you okay doing this all on your own? Könnte Hilfe gebrauchen. You help him out, Junpei. It's not like you've got anything better to do. Yeah, I definitely saw that one coming. But I guess it does look kind of fun. Maybe all the vitamins from the veggies will make my skin all as silky smooth. That would be a sight to see. Fleisch, Fleisch, Gemüse, Fleisch. The more time and care you put into this kind of work, the better the results. Cooperating with someone on this may be worth your time. I might be a bit interested as well. Wenn mir mit dem Garten hilft, könnte sich das auf das Endergebnis auswirken. That wraps up this area.
Let's head back down. Also haben wir jetzt gute Möglichkeiten, mit anderen Leuten was zu machen. And that concludes the tour. Being shown around kind of makes me feel more motivated to make use of those places. Did you get all that? Anything you're still unclear about? Alles verstanden. Good to hear. I hope your stay here is an enjoyable one. As long as all of us remain considerate, the dorm will continue to be a comfortable living space for all. If there's anything you'd like to do here, you may want to invite the others to join you. Yeah, we're all living under the same roof after all. Better make the most of it. I've never really done anything like this before, so I'm a little nervous. I'll try my best to enjoy myself here with you all. This may be coming a little late for most of you, but welcome to the dorm. Dankeschön. Thank you. Genau, genau. Ich wollte eigentlich einen Tartarus gehen, aber machen wir einfach morgen. Vielleicht will das einfach noch mal kurz einmal ausprobieren. Irgendwo aufs Dach, ne? Ich hab auch meinen Pflanzen. EG Lounge. Yukari, ne? Eins der Mädchen in meiner Klasse hat mir die DVD einer Serie geliehen, die sie ansieht. Ich wollte sie mir eigentlich in meinem Zimmer ansehen. Aber hier wäre es besser, weil der Fernseher größer ist. Aber wir können auch in dein Zimmer gehen, ne? Zeit mit deinen Kameraden im Wohnheim verbringen. Nachts kannst du mit deinen Gruppenmitgliedern rumhängen, was zu interessanten Enthüllungen führen kann. Manchmal beweisen sich Leute Entdeckungen im Kampf als nützlich. Sei jetzt nicht schüchtern, trau dich mit deinem Teamkameraden zu reden. Sogar synchronisiert. This series is known for having a strong female protagonist. I've been curious about it for a while, but I heard it also has horror elements. Klingt spannend. Wait, really? You're totally fine with that stuff? That's actually perfect. I'll try to push through then. Oh wait, it's starting. Man, the tension is palpable. That cliffhanger really made me want to know what happens next. I guess it was more zombies than horror, huh? The main girl was just an ordinary person, but she stood so strong in the face of adversity. I love that. I feel like I was able to focus on the story thanks to you. I'll let you know when I borrow the next one. Na gut, die schlagen mir immer so ein bisschen was vor, was sie machen wollen. Und ich steigere halt meine Werte, ne? Klingt aber interessant, ich will nicht immer sofort nach Hause gehen. Vielleicht muss ich mal einen Club beitreten, ja? Clubs, ne? Der Kunstclub ist ein Platz frei geworden. Vielleicht gehe ich mal beim Clubraum vorbei und hol mir mehr Infos. Jetzt reden wir über Magie. Wenn Menschen über die Macht der Götter und Geister verfügen, kann man das als Magie bezeichnen. Lalala, die Menschen denken heute, dass Hexen ihre Macht aus einem Vertrag mit dem Teufel beziehen, aber das ist nur christliche Propaganda. Die Vorfahren der Hexen waren eher Dienerinnen der Götter. Ihre Macht verdanken sie dem Gebet zu diesen Göttern. Ja, ich weiß nicht. War ja schon so ein Kampfbegriff, Hexe, so, ne, von daher. Der Begriff
Der übergreifende Begriff dafür heißt Heidentum. Interessanterweise haben Weihnachten und Halloween heidnische Hintergründe. Komplett richtig. Okay, then. Welcher Aspekt früherer Religion ist der Ursprung der Magie? Schamanismus, ne? Wahrscheinlich, zumindest klingt das so ein bisschen, ne? Danach, ja. Du wirst im nächsten Leben als Mensch wiedergeboren. Heidentum und Christentum haben eine engere Verbindung zueinander, als ihr vielleicht denkt. Als das Römische Reich stärker wurde, wuchs auch die christliche Bevölkerung im Reich. Am Anfang koexistierten die Religionen friedlich nebeneinander, aber dann kam das Christentum und alles änderte sich. Ja, gehen wir mal zum Kunstraum, so, ne? Training, nein. Kunstraum. Nicht du, das ist der Kunstraum, ne? Hier ist ein Schülerratzimmer. Da ist der Kunstraum. You're not a member of this club, are you? Do you know him, Yamagishi-san? Oh, yes. He's the one I was just telling you about. Ah, so he's the one, huh? I've heard a lot about you from Yamagishi-san. We're looking for new members to join our club, so I mentioned you. I'm really happy you decided to stop by on your own. And, I'm Keisuke Hiraga. Pleased to meet you. He should be the one introducing himself to you, Keisuke-senpai. You're the club leader, aren't you? Yeah, I am. Still the same as ever. Der guckt Hilfe. Yamagishi-san is back, and now we're getting a new member. Maybe I should be a little more active here. Wait, aren't you a third year, Hiraga-senpai? Don't you have entrance exams coming up? No, I, don't worry about that. Hey, do you have an eye for art? No. Then maybe we'll get to learn a thing or two from you. Meeting you like this can't be just a coincidence. It must be fate. Ist die Wahl von Steins Gate. Let's get you signed up, shall we? Hiraga bereitet mir ein herzliches Willkommen. Ich bin jetzt im Kunstclub. Just so you know, only club members are allowed to enter this room. So don't forget to turn in your registration form. The art club meets on Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays. But we don't meet on the days leading up to exams. Natürlich. We should be studying then anyway. You don't have to come every day, so just try to show up every now and then. Who would have thought we'd end up in the same club? Okay, I'll get this all processed. Looking forward to painting with you. Ah, du bist zurück. Wollen, ja, tatsächlich will ich jetzt endlich wieder in den Tartarus zurück. Ich will jetzt in den Tartarus. Da würde ich mich halt vorher auf jeden Fall darum kümmern wollen, den Edelstein zu besorgen. Und danach würde es dann halt mit dem, ja, dritten Garten weitergehen, wie auch immer der bitte heißt. Ich möchte. So war's. Was ist da schon wieder los?
Also nee, ist nicht der Velvet Room, ist aber der Edelstein-Typ. Wieder nochmal. Waren diese Schlangengegner im Argus? Ich glaube irgendwie irgendwo in der zweiten Hälfte, meinte der. Ich will meine, was ist denn das? Schicksal, ne? Na, guck mal hier. Erhöht die Chance, mit der sich Gegner in starke oder seltene Gegner verwandeln. Erhöht die Chance, seltenen Gegnern zu begegnen. Ja, komm. Machen wir das einfach. Schwarzquarz. Sie meinte, dass die wollüstige Schlange auf den höheren Ebenen des Aquatrax das hat. Alles klar. Genau. Höhere Ebene des Aquatrax. Ja, von dir könntest du was kaufen, ne? Sag mal her. Weil du verkaufst ja nur Internetleiten, ne? Ja, halt, ja, das ist auch nichts. Gut, ne? Ich speichere mal kurz ab. Heute nach den Tartarus gehen. Die Karte in meiner Hand reagiert. Mehrere große Arcana-Karten wurden zur Shuffle hinzugefügt. Herrscherin, Auark und Gl der Personas in deinem Besitz erhöhen sich um 2. Herrscherste und Ma der Personas in deinem Besitz erhöhen sich um 2. Kann ich das eigentlich dann direkt auch hier machen? Kann ich 5 Leute mitnehmen? Ja, ich wollte schon sagen. Komm, die ist auf Level 20. Die kommt jetzt erstmal raus. Thanks to Yamagishi, I can explore with you too. But I'd still like to stick to the 4-person strategy. Machen wir. Ist jetzt auch ein bisschen, weiß nicht, glaubwürdig. Jetzt einfach so, okay, 4 Leute gehen halt, schauen sich halt um. Ist auch besser, wenn man halt nicht zu viele hat, ne? Und der Rest bleibt halt hier. In Persona 5 war das irgendwie dann so erklärt, ja, die anderen laufen mit Abstand hinterher. Ja, habe ich da damals schon so ein bisschen für seltsam befunden. Und da hat es auch nochmal begründet, warum wir auch, ne, hier unten die Betreuung nicht alleine lassen. Dankeschön. Genau. Gut, dann suchen wir doch mal nach der Schlange. Ich würde gerne über etwas sprechen, was ich bezüglich der Verwendung von Teurgie gelernt habe. Teurgie kann nicht einfach ständig eingesetzt werden. Der Nutzer muss zuerst an einen emotionalen Punkt gelangen. Anders gesagt, kann Teurgie nur verwendet werden, wenn genug Kraft aufgebaut wurde. Die Art, wie diese Kraft aufgebaut wird, unterscheidet sich von Person zu Person. Kiryu-Senpai muss dafür Gegner mit Statuseffekten belegen, Yukari-san muss hingegen jemanden heilen. Ah, okay, verstehe. Wenn sie heilt, dann fühlt sich das. Wie stark die Anzeige füllt, unterscheidet je nach verwöhnten Hand im Sinne der Persönlichkeit des Gruppenmitglieds und die Teurgie-Anzeige füllt sich bedeutend schneller. Huka hat auch eine Teurgie-Anzeige. Sobald ihre voll ist, kannst du ihre Teurgie im Zug eines Gruppenmitglieds aktivieren. Die Anzeige füllt sich aber nicht weiter, auch wenn du unter einem Statuseffekt leidest. Sie sinkt jedes Mal um die Hälfte, wenn du K.O. gehst. Alright, let's
Gut, Schlange. Oh, there's a treasure chest. Gut, keine Schlange, Feuer. Na. Das schlafte Beste kann nicht aufstehen. War ein Crit? Na gut. Ich glaube, dass wir die Schlange recht schnell finden, so, damit ich mit dem eigentlichen Abenteuer fortfahren kann. Also, damals können wir auch hoffen, dass die Schlange noch weiter oben auftaucht, aber erstmal einmal, ne? Wenn das Spiel mir explizit sagt, dass ich die hier finden muss, ne? Geld. Ach guck mal, jetzt kann ich mich auch direkt zur nächsten Ebene teleportieren, wenn ich denn die Treppe gefunden habe, ne? Ich müsste es vorher, glaube ich, nicht gekonnt haben. Da habe ich auch nicht drauf geachtet, so sehr. Ne, erstmal. Eine Schlange hoffentlich. Das sind keine Schlangen. Die ist noch nicht gefüllt, dann sehe ich halt, was ich habe. Das ist das, was mir Elisabetta erklärt hat. Okay, verstehe. Das sind einfach. Okay. Verstehe. Gut, meine Anzeige muss natürlich noch füllen vorher. Baby. Baby. Das ist eine große Arcana-Karte. That certainly went well. Baby. Die großen Arcana-Karten, ich glaube, da steht doch explizit da, halt die Arcana auch direkt drauf, so. Muss man darauf achten, ich glaube, die erkennt man. Eiger-Juwel, dankeschön dafür.
Blitz und Feuer. Geld. Just like we planned. Let's do the same thing for our next fight. Oh. Schlange. Oh, there's a treasure chest. Muss treffen lernen auf jeden Fall. Du kannst mir noch Gegner für mich scannen, das ist auch richtig. Ah stimmt, wir müssen erstmal alle angegriffen haben. Einmal gut, falls eh, dass die Wind als Schwachstelle haben. Ah, jetzt meine teure Gilde gefüllt. Ja, komm, dann mach. Ich habe nämlich durch intensive Recherchen herausgefunden, dass ich mit dem Charakter einmal seine teure Gilde auf jeden Fall tun sollte. Oh yeah. Baby. Und ich muss Platz schaffen. Im Inventar. Im Persona-Inventar. Good teamwork, everyone. Now on to the next. Shadow spotted. What's the plan? So, Schlange, ne? Das sind keine Schlangen, ne? Die Kreatur nicht runterschießen kann. Oh, okay. Was mache ich gerade? Ich habe das jetzt nicht so ganz verstanden, aber gut. Nein! Shuffle-Time. Das ist eine große Arcana-Karte. Gut, erkennt man definitiv. Na gut, ich habe jetzt ja auch 5 Arcana quasi. Sind es immer die, die ich schon freigeschaltet habe durch die Bosskämpfe, also den Nahklar? Dann habe ich den Magier ja besiegt, die Hohepriesterin und halt die beiden Herrscher. Ne? Die Herrschenden. Aber das ist mir eigentlich alles egal. Ich brauche die Schlange. Und
trigger. One step at a time. I'll do this! Hey, Banana! Not the we cannot pass this up! This is over. On to the next. Ooh, bout. Two keys. Chest. We could head back, but it's your call. Ja, würde ich gerne so. Ganz ehrlich, aber ne? Naja, ich glaube immer ganz darum, wenn ich es bis dahin nicht gefunden habe, ne, dann würde ich das auch einfach sein lassen für den heutigen Stream. Kann man einfach privat suchen, so, keine Ahnung. Aber ne, ein. Wenn ich spiele aber die oberen Gebiete, dann geht davon aus, ne? Heilig und runterschießen. Wechseln. Baby, baby. Ja, Geld mir am wichtigsten. Good teamwork, everyone. Now on to the next. Aber wenn ich die, was war das? 150.000 Yen bekomme, so, dann brauche ich auch das Spiel nicht mehr. Ja. Sollten nicht so verschwenderisch mit der SP umgehen, ich weiß. Eiger-Juwel. Schön. Ah, ich kann jetzt auch mehr Personas bei mir tragen. Okay, das ist gut. Das kommt mir sehr gelegen. Ja, wie gesagt, ich bin dann gleich da und die Schlange halt nicht haben. Dann haben wir halt Pech gehabt, das erste. Oh yeah. Na, 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 na. Baby, baby. So, was haben wir hier? Heftiger Hieb schon bei einem. Ja, dann gönn. Machen wir hier haben wir den Herrscher. Dann nehmen wir den halt auch, ne? Ganz richtig. Fragment, danke schön. Das ist Treasure. Aber erstmal nicht eine Schlange. Die falschen Schlangen. Schaut euch hier, Wind.
So. Mach du mal auch mal deine Tollgier. Das sind schöne Animationen. Dann nehmen wir hier, ne? Good teamwork, everyone. Now on to the next. Ah, alles einfach nur noch enttäuschend, ja. Was du nochmal? Weiß man noch gar nicht. Dann mach doch mal einen Heiligangriff darauf. Ja, cool. Was ist das von Oracle? Ist das ihr, ihre teure Gier? Oh yeah. Weiß nicht, ich lasse das einfach mal. Leute, dass die teure Gier sein, müsste das dann gleich noch da sein. Das heißt wieder das Wort. Baby, baby. Oh yeah. Ja, keine Ahnung. Ich besiege jetzt noch den Gegner und dann ist mir auch einfach egal so. Vielleicht gibt es ja doch noch die Möglichkeit, dass ich den Diamanten einfach weiter oben bekommen habe und das Spiel mir einfach nur das Niedrige ansagt, weil es da halt schon bekannt ist, wo das Vieh rumläuft. That certainly went well. Und da habe ich so einen Weg noch nicht abgefrühstückt. One teleporter sighted. That'll take us back to the entrance, but we gotta keep going. Ja, wir reden nochmal kurz, ne? Wir zeigen jetzt nochmal kurz die Animation. In der nächsten Ebene. Oh, zum Eingangsrückkehren. Ja, weil es ja den Teleporter, ne? So leg's neben da bitte. Are you watching your health and stamina? Remember not to push yourself too hard. Sind die Truhen auch schon offen? Sehr nett. Da ist es, seid bitte vorsichtig. Ja, dann macht der Weg frei. Alright.
gut. Dann hoffen wir einfach mal. Vielleicht finden wir noch rum die Schlange oder halt den Edelstein. War halt so ein bisschen Zeitverschwendung, was wir jetzt gemacht haben, ne? Aber ich habe mich dann nur an das Spiel gehalten. Ich würde übrigens mal Junpei rausschmeißen aus dem Team. Keiner mag Junpei. Ne, keine Ahnung. Aber raus aus dem Team. Kann ich nochmal mit Mitsubishi auch nochmal ein bisschen arbeiten. Dankeschön. How may I assist you? Ja, registrieren wir alles so. I too. It is a special. What kind of persona do you desire? This would be a. Please choose what skills to inherit. Wir haben gerne mal Konter so. Eiswind. Und der Vakuumhieb. So it begins. Sionga. Would be a wise choice. Please choose what skills to inherit. Hört den Kampf beginnen. Na komm, nimm mal das mit, Lo, und ansonsten. Erhöht Abwehr von einem Verbündeten. Erhöht Abwehr eines Verbündeten. Also prinzipiell ist es das gleiche, aber da steht was anderes. Rebellion erhöht doch nicht die Abwehr eines Verbündeten für 3 Runden, hä? It seems you have been blessed with. Well then, shall we begin? Das ist doch Quatsch. Hochpixie. This persona is. Please choose what skills to inherit. Sionga, auf jeden Fall. Konter. Ich gehört überleben. Marin, Karin. Hat ja so einen Angriff, der irgendwie meinen Gegner Person auf mich gemacht hat? Komm, nehmen wir einfach mal mit. No new power. Well, well, well. Ich bin die Hochpixie. Kraft. Das ist einfach keine Kraft-Persona. Gut, ne? Tschüss.